Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ein Pinselvideo. Also man kann, glaube ich, gar nicht sagen, wie viele Pinsel Frau braucht. Das ist unterschiedlich. Manche kommen mit 3 Pinseln aus, manche haben 15, 30 oder noch mehr. Das ist ja auch so eine Sammlergeschichte und man kann natürlich auch seine Freude an Pinseln haben. Es gibt schlechte Pinsel, es gibt mittelgute Pinsel, es gibt sehr gute Pinsel, es gibt wahnsinnig teure Pinsel. Was habe ich denn jetzt hier? Ich habe so teuer und mittelteuer und auch ein paar Preiswerte dabei. Aber was braucht Frau für ein gelungenes Make-up? Was nutzen uns die schönsten Paletten, die tollsten Farben, die tollste Foundation? Stichwort Foundation. Man kann die Foundation mit den Händen auftragen, also mit den Fingern. Man kann so einen Schwamm nehmen, also einen Beauty Blender oder auch einen Pinsel. Es gibt verschiedene Foundation-Pinsel. Ich habe einmal diesen flachen hier. Den finde ich ganz praktisch. Aber also der ist zum Beispiel von Bobbi Brown, von dieser Make-up-Artist, entworfen. Ich habe übrigens so ein ganzes Täschchen. Ich zeige euch mal das Täschchen. Dieses Täschchen kann man kaufen mit diesem fertigen Set. Darin ist enthalten ein Foundation-Pinsel. Ich zeige es mal. Ein Foundation-Pinsel, ein Rouge-Pinsel, ein flacher Concealer-Pinsel, ein, das ist jetzt allerdings Naturhaar, das ist so ein Puderpinsel für einen Eyelinerstrich. Das ist jetzt Synthetica und dann noch für die Augenbrauen. Es sind jetzt 6 Stück. Damit kommt man natürlich nicht aus. Deshalb ist ja auch noch eine Menge frei. Man muss eigentlich dazu kaufen. Aber mittlerweile gibt es ja tolle Pinselsets, auch von YouTubern entworfen, entwickelt, kreiert. Und gut. Fangen wir mal mit der Foundation an. Ich nehme nicht so gerne einen Beauty Blender, ich nehme gerne Pinsel. Das ist Zoeva, der Face Shaper 110. Der ist jetzt ein bisschen klein, aber ich mag den klein. Man kann den, das ist eine Nummer größer, man kann das jetzt auch großflächiger auftragen. Ist stramm gebunden hier unten, hier oben leicht abgerundet. Klar, Synthetica lässt sich ganz gut auswaschen und pflegen. Ich habe jetzt beide, aber ich nehme eigentlich am liebsten den. Also das ist mein absoluter Favorit, dieser 110 von Zoeva. Bobbi Brown hat so einen ähnlichen, der nennt sich dann allerdings Courage Face Shape. Mit diesem Synthetica-Pinsel kann man auch ein Make-up auftragen oder auch das ein cremiges Rouge verblenden. Der ist auch ziemlich straff, aber auch sehr weich. Es gibt auch so harte Pinsel, der ist sehr weich. Also ich würde sagen, ich lege jetzt mal beiseite, was Frau unbedingt braucht, also ein Foundation-Pinsel. Einen Pinsel für Bronzer oder, also so einen großen, ne? Für Bronzer oder für Puder. Ich denke, da solltet ihr ein bisschen schauen. Er muss weich sein, er muss euch gefallen, er muss gut in der Hand liegen. Der ist auch relativ kurz, wie ihr seht. Und den benutze ich für losen Puder oder auch um einen Bronzer aufzugeben. Man kann natürlich auch so einen abgeschrägten nehmen, aber diese abgeschrägten, ich weiß nicht, da bin ich nicht so Freund von. Habe ich auch, aber den habe ich jetzt auch nicht hierher gelegt. Ich wollte ja so diese Must-Haves, ne? Also haben wir schon mal Nummer 2. Ganz wichtig, so der geht beiseite, ganz wichtig sind Pinsel, um unser Rouge aufzutragen, also ein Puder-Rouge. Der ist jetzt hier auch von Bobbi. Das ist dieses Weiß, das ist so typisch, das ist so Elfenbeinfarben. Dieser Stiel, das ist so ein perlmuttiges Holz, liegt sehr schön in der Hand. Auch stramm gebunden, ganz weich. Das ist allerdings Naturhaar. Oder eben diesen kleinen, der ist ja von Armani. Der kann auch beiseite. Das ist auch ein sehr schöner, auch sehr schön die Form. Ganz weich. Allerdings Der Nachteil bei Naturhaarpinseln ist, dass die oft haaren. Das ist das Problem. Egal, wenn man die pflegt, die haaren einfach. So, jetzt sind wir schon mal bei 4. Gehen wir weiter. Muss der sein? Ja, viele mögen ja Highlighter. Das ist so ein Highlighter-Fächer. Kann man sehr schön hier oben dann aufsetzen auf dem Wangenknochen und sich den Highlighter auftragen. Ich würde ihn allerdings immer dann noch mit einem größeren Pinsel so ein bisschen verblenden. Legen wir den dazu? Doch, legen wir dazu. Da sind wir schon mal bei 5. Mhm. Absolut wichtig ist dieser Augenbrauenpinsel,
also nicht nur um die Augenbrauen in Form zu bringen, auch wenn ihr die jetzt so auffüllt, ist immer ganz gut, wenn man das erstmal nach unten bürstet, dann sieht, guckt, wo sind die kahlen Stellen, das wieder nach oben bürstet, dann hier unten. Also das ist dringend notwendig für die Augenbrauen. So, 6. Ich habe hier einen, der ist von Essence, einen kleinen Lippenpinsel. Das sehe ich sehr selten. Früher, also in der Beauty-Branche, wird natürlich mit Pinseln gearbeitet, weil nicht jeder, ne, mit Models und so, die können ja nicht alle den gleichen Lippenstift benutzen. Da wird der Lippenstift eben auf, entweder mit dem Spatel auf die Hand des, also des Make-up-Artists aufgetragen oder auf so einen kleinen Spatel. Und dann umrandet man oder malt man die Lippen damit aus. Ist hygienischer einfach. Aber auch für dunklere Farben oder so einen roten Lippenstift ist es ganz günstig, mit einem Lippenpinsel zu arbeiten. Also der ist auch ein Muss. Dann habe ich hier, ja, um die Augenbrauen mit einem pudrigen Produkt aufzufüllen, ist das so ein kleiner, die nennt sich einfach nur Eyebrow Pencil. Der ist ziemlich fest, ziemlich fest borstig. Und der ist auch so leicht angeschrägt. Kommt auch dazu. Und wenn wir jetzt uns einen Eyeliner ziehen, so einen Eyelinerstrich, entweder mit einem angefeuchteten Pinsel, kann man auch in ein pudriges Produkt gehen oder in ein cremiges Produkt, sich einen Eyeliner zu ziehen. Und da gibt es zwei verschiedene Größen. Ich lege jetzt mal einen dazu. Sorry, ich bin echt heiser. Ich habe einen Frosch im Hals, wie man so schön sagt. Ich lege mal einen dazu, braucht man nicht unbedingt zwei. Um sich cremigen Lidschatten aufzutragen, empfehle ich dieses. Das ist alles jetzt so Eva. Ein Produkt, der sieht aus wie so eine Zunge. Ne? Kommt man sehr schön mit auf das ganze Lid, kann man wunderbar ein cremiges Eyeshadow-Produkt mit auftragen. Für ein pudriges Produkt ist dieser kleine hier, der ist auch ziemlich festgebunden. Auch von Zoeva kann man sehr schön die Farbe mit auftupfen, damit es nicht so staubt. Ja, sehr schön auf das bewegliche Lid. Oder man kann auch damit direkt in die oder oberhalb der Lidfalte gehen, um jetzt die Schlupflider das so ein bisschen nach hinten treten zu lassen. So einen flachen Pinsel solltet ihr auch haben. Weiterhin, den ich ganz gerne mag, das ist so ein Smudge, Eye Smudge. Das ist, ja, wie ist der gebunden? Der hat auch so eine spitz zulaufende Form. Damit kann man hier unten schön arbeiten, wenn man jetzt hier unten sich entweder ein pudriges Produkt oder wenn man jetzt sich ein Kajal zieht, kann man das ein bisschen so weich, also ausblenden oder verblenden. Das ist ein sehr schöner Pinsel. Ich weiß nicht, von anderen Firmen habe ich den noch nicht so gesehen, diese Form, also Eye Smudge Pencil. So, den. Also das ist jetzt so mein Must-Have, ne? Das muss natürlich nicht jeder haben, um Himmels Willen. Auch jetzt kommen wir zu den Augen. Da habe ich jetzt hier mal für euch 5 Stück rausgesucht. Das sind alles Verblenderpinsel. Da haben wir einmal einen großen Verblenderpinsel, um die Base zu schaffen. Der muss sehr, sehr weich sein, egal welche Firma. Der muss weich sein. Und damit geht ihr in so ein nudefarbenes Produkt, also so einen hellen Champagnerfarben, also nicht glänzend. Einfach um jetzt nach dem Eyelid Primer so einen hellen Lidschatten aufzugeben auf das ganze bewegliche Lid. Vorbereitung. So, der nennt sich auch einfach Eye Blender. Und diese Eye Blender hier, die sind, warte mal, der eine hier, der ist von Ebelin, der ist sehr schön, gibt es beim DM. Das ist jetzt so ein TTK, der ist ein bisschen fester, das seht ihr ja auch, der ist viel weicher, viel fluffiger. Ne? Staubt so ein bisschen raus, den habe ich vorhin benutzt. Hier kann man auch ganz gut mit, aber der ist schon besser. Aber der muss, ich sag's nochmal, der muss weich sein. Und von dem bin ich total angetan. Der ist auch von Zoeva, diese Rose Gold Edition. Der kommt dem ein bisschen nah, ja, würde ich schon sagen, obwohl er ein bisschen dünner ist, nicht ganz so breit. Und das ist der von MAC, der 217S, der ein bisschen hart ist, aber mit dem kann man auch sehr gut verblenden. Und ich habe hier das Gegenstück dazu gefunden, auch von Ebelin in dieser Gold Edition mit diesem goldenen Ring hier dazwischen. Die kann man durchaus miteinander vergleichen. Ich finde den sogar noch ein bisschen schöner. Weil der MAC ist so abgerundet und der geht so ein bisschen so schräg zulaufend ist der. Und der ist auf jeden Fall weicher. Ich finde ihn angenehmer.
So, dann legen wir mal den einen weg, dass wir nur einen haben. Und jetzt habe ich hier von, ich habe nochmal die Packung aufgehoben. Ich habe hier 5 Pinsel von BH Cosmetics, die habe ich neu gekauft. Die hatte ich euch schon mal gezeigt. Das ist dieser kleine Eye Präzisionspinsel. Die kosten so zwischen 3, 4, 5, 6 Euro. Ja. Veganes Produkt, Synthetika, habe ich schon gesagt. Ja, habe ich schon gesagt, um sich einen Eyeliner, also einen Lidstrich, so ein bisschen, ich sage immer messyhaft, zu verblenden. Das ist auch ein sehr schöner Verblenderpinsel. Der kommt jetzt mit dem, mit dem Ebelin, der ist ähnlich. Nee, der ist ein bisschen besser, weil er ein bisschen breiter ist. Da ist jetzt mehr, also der nimmt mehr Farbe auf, der könnte schön verblenden. Der ist jetzt ein bisschen schmaler. Vom Preis her gut, vielleicht 1-2 Euro Unterschied. Also nehme ich den auch mal weg, lege ich mal lieber den dazu hin. Der ist, also ich finde den ganz toll. Und jetzt habe ich hier noch 3 Produkte von BH Cosmetics. Das ist so ein schmalerer Eye Blender Pinsel. Da kann man speziell mit in der Lidfalte eine dunkle Farbe, wer jetzt wirklich verstärkte Schlupflider hat, der kann ja nicht so einen breiten Pinsel nehmen, oder diejenige. Es muss ein bisschen schmaler sein, dass ihr da richtig so in diese Lidfalte das dunkle, matte Produkt eingeben oder aufgeben könnt und verblenden könnt. Und immer ganz wichtig, ganz viel verblenden, 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 verblenden. Deshalb sind ja Verblenderpinsel so wichtig. Also ich kann euch jetzt sagen, ich finde den toll, dann sagt ihr, nee, den finde ich doof. Das muss man selber fühlen. Wie ist der auf meinem Auge? Wie macht er sich? Es hat ja auch jeder andere Augenlider. Ne? Der eine hat größere, der andere hat schmalere. So, also. Aber von diesen BH Cosmetics Pinseln bin ich ziemlich angetan. Dann haben wir hier einen kleinen Konturenpinsel. Auch alles vegane Produkte. Der ist super, super, super weich. Mit ihrem, okay, nennt sich kleiner Konturenpinsel, aber eine Kontur, gut. Ich finde, man kann damit sehr schön auch ein Rouge auftragen. Ein Rouge. Oder auch ein Highlighter. Weil das ganz weich ist, das Produkt. Ich muss jetzt mal ein Display gucken. Ganz weich. Ganz weiches Produkt. Und den hier, den fand ich richtig toll. Das ist ein Powder Pencil. Der ist sensationell. Also den kann ich euch wirklich ans Herz legen. Puder, Bronzer. Ihr könnt auch Rouge damit auftragen. Gut, der ist jetzt ein bisschen größer, aber manche Frauen mögen das ja mit einem größeren Pinsel, sich das Rouge aufzutragen. Nur ihr müsst aufpassen, ne, dass das nicht so weit hier an die Nase, in den Nasenflügel kommt. Sollte mal so hier enden. Ja, so Pupille und dann nach hinten ausblenden. Das sind sehr schöne Pinsel, deswegen habe ich auch die Verpackung noch. Ich wollte euch das unbedingt zeigen. Das ist der Brush 2 und das andere, der kleine, ist der Dreier. Ich schreibe euch das auf jeden Fall in die Box. Verlinken werde ich es nicht können. Dann müsst ihr speziell auf die Seite von BH Cosmetics gehen. So, jetzt zählen wir mal zusammen. Ich zähle die mal nicht mit, die ich euch neu gezeigt habe. Foundation Pinsel, Number One. Dann haben wir hier den Bronzer oder Puderpinsel. Einen Rougepinsel. Gut, den nehmen wir mal ein. Müssen ja nicht 2 nehmen. Soll der mit dazu? Dann können wir... Ich will das mal so minimieren, weil viele fangen ja auch erst an. Und die Pinsel sind wirklich das A und O. So, der für die Augenbrauen. Wichtig, Lippenpinsel. Sind wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Dann, wer jetzt das möchte, sich die Augenbrauen aufzufüllen, diesen. Für einen Lidstrich diesen. Dann haben wir für ein cremiges Produkt, wer jetzt keine cremigen Produkte benutzt, braucht den natürlich nicht. Um cremigen Lidschatten aufzutragen. Der ist ganz wichtig, einen normalen Eyeshadow-Pencil. Dieser Smudge-Pinsel ist auch nicht unbedingt notwendig für euch. Ich würde sagen, mindestens 3 Verblenderpinsel in verschiedenen Größen. Ja. Und ja, das muss jetzt eigentlich auch nicht unbedingt sein. Also das, finde ich, sind die Pinsel, die man als Ausstattung haben könnte. Ich bin mir sicher, ihr habt bestimmt viel, viel mehr Pinsel. Also ich zähle nochmal zusammen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also ich habe jetzt 12 Pinsel. Also ich finde, das geht, 12 Pinsel. In so einer Grundausstattung. Gut, der muss nicht
sind, wäre dann Nummer 13. Der muss nicht unbedingt sein. Was immer schön ist, also Pinselpflege ist ganz, ganz wichtig. Ihr könnt eine Pinselseife nehmen. Ich würde jetzt nicht unbedingt Shampoo nehmen oder eine ganz normale, manche haben ja auch schon geschrieben, Kernseife. Ich würde kein Produkt nehmen, was jetzt ölig ist. Irgendwie ein Duschgel oder irgendwie, wo so Ölpartikel drin sind. Weil das ist ja dann ein Pinselhaar. Also ganz stinknormale Pinselseife oder nach jedem, empfehle ich, nach jedem Schminken den Pinsel zu reinigen. Ihr müsst ja nicht die große Wäsche immer machen. Aber es gibt ja diese Pinselsprays. Dann sprüht man das da drauf und dann reinigt man den Pinsel. Gibt es also auf dem Kleenex und drückt praktisch die Farbe in das Kleenex rein. Und einmal die Woche dann richtig mit Pinselseife waschen. Wichtig ist nochmal, ausdrücken vorsichtig. Ich habe übrigens einen Pinsel gehabt, ich habe mich totgelacht. Das war so ein Billigpinsel. Ich habe den gewaschen, man sollte die Pinsel immer vorher waschen, bevor ihr sie benutzt, wenn sie neu sind. Und habe das so ausgedrückt und hatte ich auf einmal die ganzen Pinselhaare in der Hand. Super, ne? Okay. Also der war wirklich ganz schlecht gebunden. Über einer Tischkante zum Trocknen legen. Ganz wichtig, weil ihr müsst euch das so vorstellen, euer Gesicht ist ja eingecremt, ihr habt eine Foundation drauf, dann geht ihr mit dem Produkt drauf und so Reste von der Creme oder von der Foundation sind ja in dem Pinselhaar drin. Und wenn ihr das nicht reinigt, gebt ihr das immer wieder auf, ne? Und dann wird euer Make-up fleckig. Meine Erfahrung, sage ich nur mal so. Und was ich auch nicht unbedingt, also ich mache es überhaupt nicht, sieht natürlich schick aus, wenn man das in so einen Topf macht alles, ne? Dann steht alles parat. Aber ihr müsst euch vorstellen, die Pinsel stauben ein, besonders im Bad. Überall staubt es. Ne? Ihr sorgt ja auch Staub und seht, wo überall Staub ist. Ne? Überall legt sich Staub da nieder, auf sämtliche Flächen und eben auch auf Pinselhaare. Deswegen empfehle ich einfach so ein Täschchen, oder es muss ja nicht so ein Täschchen, irgendein Täschchen, oder macht es in eine Schublade, eure guten Stücke, weil ihr gebt euch das, ihr Lieben, ihr gebt es euch aufs Gesicht. Das sind so kleine Dinge, weil gerade bei jungen Mädchen ist mir aufgefallen, die schminken sich und dann schmeißen sie das in ihren Schminkbeutel da rein oder selbst oder sogar in die Handtasche den Pinsel, dann wird der wieder rausgeholt, dann wird wieder mit dem Gesicht gearbeitet. Das gebt ihr euch alles aufs Gesicht und dann wundern sich manche, dass sie dann eben so Pickelchen bekommen. Ne? Naja, also man kann durchaus in teure Pinsel investieren, weil ihr arbeitet ja mit eurem oder in eurem Gesicht damit und man hat ja was davon, wenn man sie pflegt. Aber es hat nicht jeder das Geld und die sind verdammt teuer, die Dinger. Es gibt auch, wie gesagt, ob das jetzt BH Cosmetics oder Zoeva oder auch Ebelin Essence, die haben ganz schöne Sachen. Und das A und O eines gelungenen Make-ups sind immer die Hilfsmittel, die wir dazu brauchen und das sind nun mal Pinsel. So, 12, 13 Pinsel. Ist auch eine ganz schöne Ansammlung. Manche kommen vielleicht auch mit 3 Pinseln hin. Man muss ja, wie gesagt, nicht die Foundation mit einem Pinsel unbedingt auftragen. Man kann ja auch den Schwamm nehmen. Aber der Schwamm ist auch wieder so eine Sache. Mit diesem Beauty Blender, ihr wisst ja selber, gibt es auch genug Videos zu. Das sind ja die reinsten Keimschleudern, Bakterienschleudern. Ne? Den kriegt man ja gar nicht mehr sauber. Ich habe mal ein Video gesehen von einer Frau, die hat das Ding aufgeschnitten, obwohl die den immer gereinigt hat und das lebte da drin. Ne? Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja schon irgendwie... Nun denn... Ich wünsche euch ein tolles Wochenende, ihr Lieben, und schaut mal nach bei euren Pinseln, wo die so liegen. Macht sie in den Schrank oder in so ein Täschchen, ist einfach besser. Gut, sie sind dann eben immer weg, sind nicht so greifbar so schnell, aber eigentlich ist doch logisch, ne? Ein Pinsel staubt sonst ein, wenn er da rumsteht. Und gerade im Bad, ihr wisst ja was im Bad, ne? Warm, Feuchtigkeit, alles nicht so günstig für unsere Pinselchen. Nochmal ein schönes Wochenende. Seid besonders gut zu euch. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne mal einen Daumen nach oben geben. Ihr könnt meinen Kanal kostenlos abonnieren. Für die neuen Zuschauer, schön, dass ihr dabei seid. Ihr könnt mir auch gerne auf Instagram folgen. Und nochmal, also übrigens war ich ganz begeistert, wie ihr auf den alten, neuen Kanalnamen reagiert habt, also auf Kirsti Coco. Ihr seid wirklich, also ich kriege Kommentare, da bleibt mir manchmal das Herz stehen. Und ich, tja, das leider sehe ich euch ja nie. Ne? Manchmal ein Foto, aber manche haben ja auch gar kein Foto, die haben nur einen Buchstaben oder so. Und ich bin ganz beglückt von meiner Community. Das sind so tolle Frauen hier dabei. Aber was ich suche, das findet sich auch. Das ist so wie immer im Leben. Und auch
im Netz. Siehe mal eine an. Seid besonders gut zu euch und bis bald. Übrigens danke fürs Zuschauen. Ciao.